Während der Bauzeit müssen die Baumeister gewechselt haben und es kam auf einmal der Gedanke, aus dem basilikalischen Baustil in den Langhausstil zu bauen. Man hat also gleich im ersten Bauabschnitt von 1278 bis 1300 das Querschiff gebaut und das ist schon genauso hoch wie das Hauptschiff. Und somit ist die Kirche jetzt knapp 80 Meter lang und die größte Kirche von Braunschweig und auch die größte Kirche des Bistums Hildesheims. Das hat den Vorteil, dass man alles, was man in so einer Kirche machen kann, hier machen kann. Wir haben hier einen Raum, der für kleinere Gottesdienste geeignet ist. Und wir haben das große Hauptschiff mit über 500 Sitzplätzen, was für jede Art von Gottesdienst ausreichend Platz bietet. Die Kirche war eine Klosterkirche. Sie hatte also nie den Auftrag, eine Gemeinde zu rufen, was ja die Glocken getan haben. Außerdem ist im Westen, wo der Turm ja dann hätte stehen müssen, die Oker geflossen. Und die Kirche steht auf einer Sandplatte aus der Eiszeit und Sand und Wasser vertragen sich nicht. Ein Kirchturm in einer Höhe von über 120 Metern Höhe ließ sich auf dieser Fläche einfach nicht gründen. Es gibt in St. Egidien kein Glockengeläut und dann passiert es schon mal, dass man einen Anruf bekommt von einem Menschen, der wissen will, wie oft wir Gottesdienst haben und wann wir läuten. Und wenn ich dann sage, wir haben gar keine Glocken, wir läuten nicht, das ist toll, dann kann ich die Wohnung in der Nachbarschaft kaufen, dann habe ich ja Ruhe. Da die Kirche keine eigene Gemeinde hatte, sondern Klosterkirche war, hatte sie dann auch bei der Verwendung immer Probleme, diese zu füllen. So hat man dann ab 1830 diese Kirche profanisiert. Sie war dann viele Jahre überhaupt keine Kirche mehr. Sie war Kokslager, Torflager, sie war ein Pferdestall, sie war zeitweise Gefängnis, wurde dann Musik- und Ausstellungshalle, die sogenannte Egidienhalle von Braunschweig. Wir haben in dieser Kirche auch nichts Altes mehr. Alles, was Sie hier an Inventar sehen, ist irgendwann später wieder dazugekommen. So unter anderem auch der Taufstein, der im Jahre 2008 von Professor Karl Konstantin Weber entworfen und hier aufgestellt worden ist. Diese Kirche bekam wieder ihren alten Glanz, ihre alte Farbgestaltung zurück. Man verzichtete auf viele Ausmalungen. Wenn Sie nach oben schauen, finden Sie in den Kapitellen den Goldschmuck. Dort, wo das Licht in dieser Kirche prägnant ist, dort ist das bisschen Schmuck, was die Kirche braucht, gegenwärtig. 1979, wieder am 8. Dezember, dem Patronatsfest der Kirche, weihte Heinrich Maria den neuen Altar, den wir bekommen haben, den neuen Tabernakel ein. Und die Kirche zeigte sich im alten, im schönen Glanz. Musik.